Hallo, liebe Leute. In der Reihe Vorträge vom 4P-Klimasymposium hören wir heute den Vortrag von Maike Schmidt vom ZSW in Stuttgart. Und ZSW steht für Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung. Unser Symposium fand statt am 13. und 14. Mai 2022 in Konstanz. Und die Idee war, das Problem der Klimaerwärmung ganzheitlich zu betrachten durch Einbeziehung der Themen, also Klima, Energie, Bevölkerung und auch Wirtschaft. Maike Schmidt ist Leiterin des Sachgebiets Systemanalyse am ZSW und berät die Landesregierung in Stuttgart in Sachen erneuerbare Energien. Und in ihrem Vortrag wird sie uns informieren über den Stand des Ausbaus der erneuerbaren Energien in Deutschland und auch global. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf und die erneuerbaren Energien präsentieren darf, denn es ist natürlich neudeutsch viel cooler, über Lösungen zu sprechen als über Probleme, und die Erneuerbaren sind eine der Lösungen. Aber ich glaube, wir dürfen die Probleme auch nicht ausblenden, denn was Herr Ganteföhr eben schon angesprochen hat, war ja letzte Woche auch in den Nachrichten, nämlich dass die Weltwetterorganisation ausgewiesen hat, dass die Erderwärmung offenbar schneller voranschreitet, als in den bisherigen Berechnungen vermutet war, und dass deswegen es schon 2026 sein könnte, dass die globale Durchschnittstemperatur eines Jahres erstmals mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen könnte. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 50%. Noch vor 10 Jahren lag die Wahrscheinlichkeit dafür bei 0%. Das zeigt die Dynamik, in der wir uns hier leider beim Klimaschutz bzw. beim Klimawandel befinden. Und darauf hat auch der UN-Generalsekretär Antonio Guterres nochmal sehr eindrücklich hingewiesen, als er bei seiner Rede, als der letzte Teil des Berichts des International Panel on Climate Change am 4.4.2022 in New York veröffentlicht wurde. Er war für seine Verhältnisse sehr aufgebracht in der Rede und hat dann deutlich gesagt, einige Regierungen und Verantwortliche von Unternehmen sagen das eine und tun das andere. Einfach ausgedrückt, sie lügen. Und er meinte damit, dass eben Zielsetzungen für erneuerbare Energien, aber auch die Einsparung von Energie, also für den Klimaschutz, ausgegeben werden, aber keine Maßnahmen ergriffen werden, um dann auch diesen Pfad einzuschlagen. Und um noch mal zu zeigen, um was es geht, hier aus den Szenarien der Internationalen Energieagentur IEA, die Szenarien, die wir eigentlich brauchen, um hier beim Klimaschutz voranzukommen und letztendlich auch das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Das sind die beiden grünen Pfade, zwischen denen wir uns bewegen müssen. Am besten der dunkelgrüne, das Net-Zero-Emission-Szenario bis 2050 oder zumindest das Sustainable-Development-Szenario aus dem Jahr 2019. Mit den aktuellen angekündigten Politiken würden wir uns aber auf dem blauen Pfad bewegen. Das heißt, wir würden hier maximal dafür sorgen, dass die CO2-Emissionen auf einem stabilen Niveau bleiben. Aber wir brauchen einen deutlichen Rückgang, damit wir die Temperaturerhöhung vermeiden können bzw. in dem Rahmen halten können, was uns noch möglich ist. Insofern ist die Wut, die Herr Guterres da zum Ausdruck gebracht hat, durchaus verständlich. Aber kommen wir zu den Lösungen. Denn in diesen, um zu dem Sustainable Development Szenario oder dem Net Zero Emission Szenario zu kommen, brauchen wir natürlich ganz viele Aktivitäten. Und das ist natürlich auf der einen Seite die Energieeffizienz. Die beste Kilowattstunde ist die, die gar nicht verbraucht wird. Das sind die blauen Beiträge, die Sie hier sehen. Worüber wir heute sprechen wollen, sind die erneuerbaren Energien, nämlich dieser Bereich hier. Und was sind eigentlich erneuerbare Energien? Als erneuerbare Energien werden die Energien bezeichnet, die in unendlichem Maß, oder die Energiequellen, die in unendlichem Maß zur Verfügung stehen, zumindest nach menschlichem Ermessen. Also die Sonne, Wind, der auch aus der Sonnenenergie letztendlich erwächst, Wasserkraft oder auch
auch Energieträger, die nachwachsen, und zwar in einem Tempo, was adäquat ist zu ihrem Verbrauch, beispielsweise bei der Biomasse. Und genau auf diese möchte ich heute eingehen. Fangen wir an mit der Wasserkraft. Die Wasserkraftnutzung hat eine sehr lange Tradition und ist eine der ältesten Formen der Stromerzeugung überhaupt. Sie wird zur Stromerzeugung genutzt und es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Man kann Laufwasserkraftwerke einsetzen in Flussläufen, wo dann das Wasser, wie Sie es hier in dem Schema sehen können, durch ein Druckrohr fließt, dann eine Turbine antreibt, die mit einem Generator verbunden ist, wo dann Strom erzeugt werden kann. Man kann das Ganze auch mit Speicherung, mit einer Aufstauung von Wasser verbinden, sodass man dann eigentlich ein Speicherkraftwerk mit einem natürlichen Zulauf hat. Man kann auch das als Pumpspeicherkraftwerke nutzen, indem man einen zusätzlichen Wasserkanal, der dann Wasser wieder zurück ins Oberbecken pumpt, nutzt. Also wir haben mit der Wasserkraft relativ viele Möglichkeiten und die Wasserkraft ist, wenn man Großanlagen einsetzt, auch eine sehr kostengünstige Form der Stromerzeugung. Das sehen Sie hier in der Darstellung der Stromerzeugungskosten. Bei Großanlagen größer 20 Megawatt und aufwärts sind die Stromerzeugungskosten auch bei Neuanlagen kleiner als 5 Cent pro Kilowattstunde. Und je größer die Anlagen werden, desto höher ist natürlich der Skalierungseffekt und die Stromerzeugungskosten werden zusätzlich günstiger. Die Wasserkraftanlagen haben im Laufwasserbereich Volllaststunden von 2.500 bis 4.500 Stunden pro Jahr. Volllaststunden heißt, dass die Anlage mit ihrer vollen Nennleistung arbeiten kann. Sie arbeitet auch sonst, aber gerade bei der Wasserkraftanlage gibt es ja auch Zeiten, wo weniger Wasser vorhanden ist, weil es wärmer ist und dann der Fluss vielleicht etwas weniger Wasser führt. Da wird die Anlage dann in Teillast betrieben. Strom aus Wasserkraft kann kontinuierlich erzeugt werden, ist also eine grundlastfähige Stromerzeugung, ist auch regelbar, aber schwieriger als andere erneuerbare Energien. Weil stellen Sie sich hier dieses Kraftwerk vor, da brauchen Sie einen Schieber, der das Tor heute noch manuell schließt, damit das Wasser nicht weiter fließt. Und man möchte hier auch möglichst wenig Eingriffe in den Flusslauf, weil die Wasserkraft natürlich ohnehin schon einen Eingriff in die Ökologie des Flusses bedeutet. Und wenn ich hier sehr viel regle, dann habe ich sehr schnelle Abflüsse oder wenig Abflüsse und das führt dann zu Veränderungen in der Gewässerökologie. Also würde man hier hoffen, man kann die Anlage möglichst kontinuierlich und ohne Regelung auch betreiben. Und die Wasserkraftanlagen haben sehr hohe Lebensdauern. Wir haben heute Wasserkraftanlagen, die sind 80 Jahre in Betrieb. Also da ist es auch eine Investition für eine menschliche Lebenszeit, hier in Wasserkraftwerke zu investieren. Die spielen auch weltweit schon eine sehr große Rolle. Wenn Sie hier diese Grafik sich anschauen, dann sehen Sie, dass China der weltweit größte Betreiber von Wasserkraftanlagen ist. Wir haben hier eine installierte Leistung von 325 Gigawatt in etwa. Und damit Sie eine Vorstellung haben, ein Gigawatt ist etwa das, was ein Kernkraftwerk an Leistung hat. Also Sie sehen, die Leistung, die hier in China installiert ist, bei den Wasserkraftanlagen ist schon extrem hoch. Zweitgrößter Betreiber von Wasserkraftanlagen ist Brasilien, auch mit einer Leistung von über 100 Gigawatt, gefolgt von Kanada mit etwa 80 Gigawatt. Hier auch noch mal zur Einordnung, der deutsche maximale Stromverbrauch liegt dann bei einer wird mit einer Leistung von etwa 80 Gigawatt angegeben. Das heißt, die kanadische Wasserkraft alleine könnte ausreichen, um Deutschland mit Strom zu versorgen. Aber das ist natürlich nur ein Rechenbeispiel, weil wir bekommen den Strom ja gar nicht zu uns. Wie Sie aus der anderen rechten Seite der Grafik sehen können, gibt es auch andere Länder weltweit, die stark auf Wasserkraft setzen. Russland, Indien, Norwegen, die Türkei, aber auch kleinere Länder wie Angola, Indonesien oder Guinea, sodass wir hier schon sagen können, die Wasserkraft trägt weltweit zur Stromerzeugung bei. Problematisch dabei ist, wenn wir in die Zukunft schauen, dass die Potenziale für die weitere Wasserkraftnutzung eigentlich recht beschränkt sind. Da gibt es nicht mehr so viele Ausbaumöglichkeiten, das Allermeiste ist schon genutzt und ich hatte das ja eben schon ein bisschen angedeutet. Es gibt auch
ökologische Problemstellungen, die mit der Wasserkraftnutzung verbunden sind. Manche von Ihnen haben vielleicht auch die Berichterstattung über den Three Gorges Dam in China verfolgt oder auch über Wasserkraftprojekte in Brasilien, wo dann zulasten der ökologischen Situation, aber auch der Bevölkerung vor Ort große Wasserkraftprojekte umgesetzt wurden. Und in dem sollte man, glaube ich, in Zukunft darauf achten, dass wenn man weitere Wasserkraftprojekte umsetzt, die nicht nur dem Klimaschutz dienen und der Stromversorgung vor Ort, sondern auch die weiteren Nachhaltigkeitsziele, die wir ja haben, soziale Gerechtigkeit, aber auch ökologische Vielfalt im Blick behalten, sodass wir hier nicht den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Ein bisschen eine ähnliche Problematik haben wir auch bei der Bioenergie. Die Bioenergie ist der Allrounder der erneuerbaren Energien. Die kann man in allen Energienutzungsbereichen eigentlich einsetzen. Die Biomasse kann zur Stromerzeugung eingesetzt werden, mit Holz, mit Pflanzenöl, mit Biogas in Blockheizkraftwerken. Sie ist da auch ähnlich wie heute fossile Energieträger so einsetzbar, dass man 6.500 bis 8.000 Volllaststunden im Jahr erreichen kann. Sie kann also sehr kontinuierlich erzeugen, ist damit grundlastfähig, ist aber auch sehr gut regelbar und kann deshalb auch bedarfsgerecht einspeisen und stellt damit dann eigentlich einen sehr guten Counterpart zu den anderen erneuerbaren Energien, Windenergie und Sonnenenergie dar, die ja witterungsbedingt schwankende Einspeisung haben, komme ich nachher auch noch mal kurz dazu. Die Sonne kann nur tagsüber scheinen, produziert dann auch nur tagsüber Strom. Nachts ist kein Sonnenstrom vorhanden. Da braucht man dann entweder Speicher oder man kann eben über Biomasse hier auch zu einem Ausgleich und einem stabilen Stromsystem beitragen. Andererseits kann die Biomasse zur Wärmebereitstellung genutzt werden und das sehen Sie auch in der Grafik. 30% des weltweiten Wärmebedarfs wird heute schon über den Einsatz von Bioenergie gedeckt. Hier kann auch Holz eingesetzt werden, Pflanzenöl oder Biogas. Optimal ist es natürlich, wenn man die Bioenergie dann so einsetzt, dass man gekoppelt Strom und Wärme erzeugt, damit man natürlich den Energieinhalt der Biomasse möglichst breit nutzt und nicht nur die Stromerzeugung hat, wo dann Abwärme entsteht zwangsläufig, sondern dass diese Wärme dann eben auch für eine Nutzung zur Verfügung steht, die dann beispielsweise über die Bedienung von Nahwärmenetzen oder Fernwärmenetzen genutzt werden kann. Der dritte Aspekt, wo Biomasse auch eingesetzt werden kann, ist im Verkehr. Also Biomasse kann in Biokraftstoffe umgewandelt werden. Pflanzenöle sind hier einsetzbar und deren Weiterverarbeitungsprodukte oder auch Biogas, wenn man Gasfahrzeuge hat. Das heißt, die Bioenergie kann nicht nur zur Wärme, Gebäudewärme beitragen, sondern auch zur industriellen Prozesswärme im Verkehrssektor und zur Stromerzeugung. Also wirklich ein Allrounder, aber auch hier ein bisschen Schatten, wo Licht ist. Wir haben auch hier die Problematik, insbesondere wenn wir Anbaubiomasse nutzen, dass wir hier Flächenkonkurrenzen haben, nicht nur zur Futtermittelindustrie, sondern gerade auch zur Nahrungsmittelversorgung. Wir haben die Problematik mit Monokulturen, die wir alle auch kennen, sodass wir hier auch darauf achten müssen, dass wenn wir Biomasse einsetzen, dies nachhaltig erfolgt und nicht die anderen Ziele, die wir auch haben, wie Biodiversitätsziele und Ähnliches und natürlich auch die Ernährungsversorgung, also die Energieversorgung der Menschen, hier auch sichergestellt ist, dass wir hier keine Konkurrenzen aufbauen. Ein weiterer Bereich, der erneuerbar ist, ist die Geothermie, also die Wärme aus der Erde, die man nutzen kann. Hier mal zwei Karten von Baden-Württemberg. Einmal die Temperaturverteilung in 2500 Meter Tiefe auf der linken Seite und die Temperaturverteilung in 300 Meter Tiefe auf der rechten Seite. Da sehen Sie sehr starke Unterschiede. Im Rheingraben sieht man bei 2500 Meter Tiefe schon sehr hohe Temperaturen, einfach durch die geologischen Besonderheiten, die wir hier haben. Das bietet sich dann auch für die Nutzung von Tiefengeothermie an, wo man Aquifere, die in der Tiefe vorhanden sind, also Heißwasservorkommen, dann nutzen kann, um Wärmebereitstellung
bereitzustellen oder aber auch um Strom zu erzeugen, wobei das passiert auch international. Beispielsweise auf Island wird aus Geothermie Strom erzeugt oder auch in Italien. Dafür müssen die Temperaturen dann aber geeignet sein und in der Regel macht es sehr viel Sinn, die Geothermieanlagen nicht alleine zur Stromerzeugung zu verwenden, sondern hier auch die Wärme zu nutzen. Manchmal sind es auch nur Wärmenutzungen, zum Beispiel im Großraum München sind sehr viele Fernwärmesysteme, die allein über Geothermie bedient werden können. Also hier auch eine nachhaltige Möglichkeit der erneuerbaren Wärmebereitstellung. Auch die oberflächennahe Geothermie kann genutzt werden, zum Beispiel über Wärmesonden, die dann in Verbindung mit Wärmepumpen die Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden sicherstellen können. Hier Wärmepumpen bedeutet, dass man gleichzeitig Strom benötigt, um die Wärmepumpe zu betreiben. Dieser Strom sollte natürlich erneuerbar sein, damit dann auch tatsächlich eine erneuerbare Wärmeversorgung mit der Nutzung von oberflächennaher Geothermie gewährleistet werden kann. Dann kommen wir zu den neuen erneuerbaren Energien, nämlich vor allen Dingen der Windenergie und der Photovoltaik. Sie sehen hier im oberen Bereich die technologische Entwicklung, die die Windenergieanlagen seit dem Jahr 2000, also etwa in den letzten 20 Jahren, durchlaufen hat. Wir sehen hier im Jahr 2000 sind das noch relativ kleine Anlagen mit einer Nabenhöhe von 71 Meter, der Rotordurchmesser etwa 58 Meter. Die Leistung einer solchen Anlage war bei etwa einem Megawatt. Wir haben schon davor, ab den 1990er Jahren, erste Windenergieanlagen gebaut weltweit. Die waren noch kleiner, also von der Nabenhöhe gar nicht mal so viel, aber die hatten auf jeden Fall eine geringere Leistung, 600 bis 750 Kilowatt. Dazu gehören zum Beispiel die Anlage, wenn Sie die Anlage neben der Allianz Arena in München kennen, das ist eine solche Anlage, die in den 90er Jahren erbaut wurde mit 600 Kilowatt Leistung. Dann haben wir hier technologische Entwicklungsschritte gesehen, die vor allen Dingen eine Erhöhung der Nabenhöhe mit sich gebracht hat und damit auch größere Rotoren erlaubt hat, was dann wiederum eine Leistungssteigerung nach sich gezogen hat. Wenn Sie 2000 und das Jahr 2010 vergleichen, dann sehen Sie, dass hier die Leistung fast verdoppelt wurde auf knapp 2 Megawatt und dann 10 Jahre später, 2018, nochmal eine Steigerung auf 3 Megawatt stattgefunden hat. Und Sie sehen, dass auch in der Nabenhöhe fast eine Verdopplung bis zum Jahr 2018 auf 132 Meter und auch der Rotordurchmesser ist hier von 58 auf 118 Meter gestiegen. Und ich kann Ihnen sagen, dass die neuesten Anlagen sogar noch größer sind, nicht mal unbedingt was die Nabenhöhe angeht, aber was die installierte Leistung und die Rotordurchmesser angeht. Sie sehen das hier im Bild in der Mitte. Das sind Windenergieanlagen, die dann an Land errichtet werden. Links sehen Sie Windenergieanlagen auf See, sogenannte Offshore-Windenergieanlagen. Die sind nicht so hoch, muss man auf See auch nicht, weil da der Wind kontinuierlicher auch in niedrigeren Höhen bläst, haben aber eine noch deutlich größere Leistung. Und Sie sehen das ja auch auf dem Bild, die Rotoren sind hier nochmal deutlich größer. Da hat man kaum Abstand dann zum Wasser, sodass hier eben eine deutlich größere Leistung und Stromerzeugung dann auch nochmal möglich ist. Die Volllaststunden, die man hier erreichen kann, also die Zeit, in der tatsächlich zu Volllast produziert werden kann, liegt an Land je nach Standort zwischen 2.000 und 3.000 Stunden pro Jahr und offshore ist sie deutlich höher mit 4.500 Stunden, einfach weil da die Windverhältnisse anders sind, weil der Wind kontinuierlicher bläst und wir nicht so viele Unterschiede sehen wie an Land. Und damit Sie wissen, dass ich Ihnen nicht nur einen Bären aufbinden will mit dieser Entwicklung, sondern dass hinter dieser technologischen Entwicklung auch tatsächlich Installationen steht, fange ich hier mal mit 1990 an. Da sehen Sie, es gab erste Anlagen, die in den USA installiert waren und auch in Europa gab es erste Anlagen. Sehen Sie es mir nach, dass dieser Kreis nicht ganz in Europa liegt. Sie werden gleich sehen, warum.
Im Jahr 2000 nämlich sah die installierte Leistung für Windenergie dann schon deutlich größer aus. In den USA sogar ein bisschen schwächeres Wachstum. In Europa hier massiv Ausbau. In Indien Anfang, in China, in Japan, Australien, Afrika, Brasilien auch erste kleine Projekte. 5 Jahre später, 2005, sieht man, Europa wächst weiter, alle Märkte wachsen eigentlich weiter und das sieht man dann auch 2010. Hier nimmt die installierte Leistung deutlich zu. Sie sehen vor allen Dingen in Indien und China wird nachgeholt. Auch Australien steigt jetzt hier deutlich ein. 2015 sieht man dann, dass auch Mittelamerika, Südamerika und Afrika hier aufholen und 2020 sehen Sie dann, hat China den europäischen Markt, was die installierte Windenergiekapazität angeht, deutlich überholt, ist jetzt der größte Markt für Windenergieanlagen, gefolgt von Europa und den USA. Aber Sie sehen, hier ist eine weltweite Entwicklung bei der Windenergie zu sehen. Und das ist auch der Grund, warum man diese Technologieentwicklung umsetzen konnte, weil eben entsprechende Skaleneffekte möglich waren, weil entsprechend gelernt werden konnte in der Technologieentwicklung. Hier nochmal ein anderes Bild. Sie sehen hier nochmal, China hat im Jahr 2019 unter 250 Gigawatt installierte Leistung Windenergie gehabt, hat im Jahr 2020 nochmal 52 Gigawatt Windenergie hinzugewonnen. Zum Vergleich, wir haben in Deutschland etwa 60 Gigawatt installierte Windenergieleistung. Das heißt, China hat fast in einem Jahr das zugebaut, was wir insgesamt in Deutschland installiert haben. Wir sehen also hier weltweit schon ein rasantes Wachstum, vielleicht auch nochmal interessant die Zahlen aus den USA, die hier auch 17 Gigawatt im Jahr 2020 zugebaut haben, erklärt sich auch aus der Karte, die Sie hier sehen. Das sind nämlich die Stromerzeugungskosten aus Windenergie. Alles, was rot ist, ist super günstig mit 1,5 Cent pro Kilowattstunde. Alles, was grün ist, ist im Bereich zwischen 2 und 3 Cent pro Kilowattstunde und gelb ist dann noch mal etwas darunter. Da sehen Sie also, in den USA sind hier sehr günstige Winderzeugungspotenziale und genau das ist der Grund, warum hier so intensiv investiert wird, weil das die kostengünstigste Stromerzeugungsquelle an dieser Stelle ist und die wird dann auch entsprechend genutzt. Sie sehen aber auch, dass es noch viele Bereiche auf der Welt gibt, wo kostengünstig Windstrom erzeugt werden kann, denn auch 5 Cent pro Kilowattstunde, was die blauen Bereiche sind, ist keine teure Stromerzeugung im Vergleich zu anderen Energiequellen. Wir haben das Rote hier unten auf Feuerland, da haben wir auch entsprechend Potenziale, wo man tatsächlich zu diesen Kosten, also 1,5 Cent pro Kilowattstunde Strom erzeugen kann. Da ist dann nur die Frage, wie man diesen Strom dann auch da wegbekommt und einer Nutzung zuführen kann, weil da sind eigentlich keine Menschen. Die nächste Technologie, über die wir sprechen wollen, ist die solare Strahlungsenergie. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, die zu nutzen. Man kann die einerseits zur Wärmebereitstellung nutzen in solarthermischen Anwendungen. Das sehen Sie hier links im Bild in den Modulen. Die kennen Sie vielleicht auch, die auf Dächern installiert sind. Hier geht es darum, die Sonnenenergie zu nutzen, um warm Wasser aufzubereiten oder auch die Heizung mit zu unterstützen. Das ist ein bekanntes Modell und kann sicherlich auch noch viel mehr genutzt werden, als dies heute der Fall ist. Wird aber weltweit auch weiter angewendet als in Deutschland. Auch hier ist China führend, was die Nutzung von solarthermischen Anlagen angeht. Die sind da zum Teil noch wesentlich einfacher als das, was Sie hier sehen. Zum Teil sind das einfach schwarze Bottiche, die auf dem Dach stehen. Und wenn die Sonne scheint, wird das darin enthaltene Wasser erwärmt. Dann kann man warm duschen. Wenn die Sonne nicht scheint, dann duscht man halt kalt oder man duscht nicht. Also es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die Solarwärme zu nutzen, die jetzt nicht so hochkomplex ist wie in den Modulen, die wir hier in Deutschland kennen. Eine andere Art der Nutzung der solaren Strahlungsenergie ist die Stromerzeugung über Photovoltaik. Die sehen Sie hier rechts im Bild. Die hat sich auch sehr
weit weiterentwickelt, komme ich auch gleich nochmal dazu. Eigentlich eine sehr einfache Art der Stromerzeugung. In Deutschland haben wir ein bisschen das Problem, dass wir hier nur auf 1100 Vollerstunden pro Jahr kommen, weil eben nachts die Sonne nicht scheint und weil wir auch tagsüber nicht so viel Sonne haben wie in anderen sonnenverwöhnteren Regionen. In der Sahara zum Beispiel kommt man auf 2200 Vollerstunden, aber auch die Sahara hat das Problem, dass nachts keine Sonne scheint. Da gibt es noch eine weitere Möglichkeit, nämlich die solarthermischen Kraftwerke, die etwas anders funktionieren als die Photovoltaik. Die haben Parabolspiegel, die dann die das Sonnenlicht konzentrieren und damit dann einen Dampfprozess antreiben, wo dann Strom erzeugt werden kann. Die sind 24 Stunden betreibbar, weil man entsprechende Wärmespeicher da drin hat. Sie haben aber das Problem gehabt, dass die Photovoltaik eine Preissenkung durchlaufen hat in der Vergangenheit, sodass die solarthermischen Kraftwerke hier ein Stück weit kostenseitig abgehängt wurden. Ich zeige Ihnen das gleich auch nochmal. Aber es ist natürlich auf jeden Fall eine Möglichkeit, in den Bereichen, wo man viel direkte Sonneneinstrahlung hat, auch solarthermische Kraftwerke einzusetzen. Es gibt einige in Afrika, in Amerika gibt es auch welche und man hat gerade in Südspanien auch erste Projekte umgesetzt, aber es ist nicht die breite Anwendung, die man sich vielleicht vorstellen würde. Die haben wir eher bei der Photovoltaik und die Photovoltaik hatte am Anfang durchaus Schwierigkeiten. Am Anfang sage ich jetzt mal so um die 2000er, da war die Diskussion doch häufiger, ob das nicht eine Technologie für die Puppenstube sei. Ist ja irgendwie gar nichts Richtiges, kann man auf jedes Dach schrauben, aber das ist ja kein Kraftwerkscharakter. Ich glaube, die Technologie hat es geschafft, sich darüber hinwegzusetzen, denn auch hier im Jahr 2000 erste Anwendung in USA und Europa, vor allem aber in Japan, die das sehr früh erkannt haben, das Potenzial der Photovoltaik und hier auch technologisch sehr intensiv dran gearbeitet haben, das auch frühzeitig über Förderinstrumente wie das Erneuerbare Energiengesetz in Deutschland gab es in Japan schon vorher, um hier tatsächlich auch die Markteinführung der Photovoltaik zu unterstützen. Hat sich auch ausgezahlt, sieht man an der roten Kugel für Japan, aber man sieht im Jahr 2010 hat Europa hier die führende Position übernommen und in wesentlichen Teilen war das Deutschland, die hier über das Erneuerbare Energiengesetz die Photovoltaik unterstützt haben, was dann auch dazu geführt hat, dass wir hier eine rasante Kostensenkung umsetzen konnten. Denn wie Sie jetzt hier im Jahr 2010 sehen, China ist hier noch sehr klein. Schauen Sie nach 2015, da ist China schon einer der größten Märkte und China hat es hier auch geschafft, die Technologieführerschaft zu übernehmen. So dass jetzt heute fast ausschließlich die Photovoltaikanlagen in China gefertigt werden und dann haben wir hier potenziell auch wieder neue Lieferabhängigkeiten, das möchte ich jetzt aber nicht so laut betonen. Insofern sehen wir, dass hier China übernommen hat und auch 2020 sieht man das nochmal sehr deutlich. Nicht nur in der Windenergie, sondern auch in der Photovoltaik installiert China mittlerweile am allermeisten Anlagen und die größte Leistung international, aber man sieht, im Bereich der Photovoltaik sind auch andere schon sehr aktiv. Australien wächst hier stark, Indien, Japan, aber auch in Afrika und im Mittleren Osten, wo dann nämlich auch sehr günstige Stromerzeugungspotenziale für die Photovoltaik gegeben sind. Nämlich alles, was hier ist die gleiche Skala wie vorhin bei der Windenergie. Hier sieht man es aber noch viel mehr orange und rot, also in einem Bereich zwischen 1,5 und 2,5 Cent pro Kilowattstunde Erzeugungskosten. Hier sieht man auch in Chile diesen dunkelroten Bereich und hier sind tatsächlich schon in öffentlichen Ausschreibungen Stromerzeugungskosten von 1,7 Cent pro Kilowattstunde erreicht worden. Das heißt, die erneuerbaren Energien sind nicht nur verfügbar, sie sind auch sehr kostengünstig und das sieht man mittlerweile, das sieht man auch in dieser Grafik, wo also die Photovoltaik zu sehen ist, die im Jahr 2010 noch knapp 40 Cent pro Kilowattstunde gekostet hat, dann aber durch dieses rasante Wachstum hier eine Kostensenkung um 85% erreichen konnte. Wir sind hier heute bei etwa 5 Cent pro Kilowattstunde oder auch noch darunter, denn 5 Cent erreichen wir auch in Deutschland mit Freiflächenanlagen und wir haben ja nicht mal
die besten Einstrahlungsbedingungen. Das haben Sie ja schon gesehen. Das heißt, wir werden hier bei der Photovoltaik sicherlich auch noch weiter die Kosten senken können. Hier nochmal der Vergleich zu den solarthermischen Kraftwerken. Die waren ursprünglich 2010 mal billiger als die Photovoltaik mit 34 Cent pro Kilowattstunde, konnten aber dieses beschleunigte Wachstum nicht mitgehen und sind heute hier noch etwa bei 10 Cent pro Kilowattstunde, was sie dann eben nicht konkurrenzfähig zur Photovoltaik macht. Aber dennoch sieht man auch hier das Kostensenkungspotenzial, was ausgeschöpft wurde. Vielleicht kann man hier auch noch weiterkommen. Und wenn die Notwendigkeit, dass die Energie kontinuierlich zur Verfügung gestellt wird, hier wieder eine größere Rolle spielt im Gesamtkonzert der erneuerbaren Energien, dann kann sich auch für die solarthermischen Kraftwerke in den Bereichen, wo viel direkte Solarstrahlung ist, hier ein Business Case ergeben. Denn man sieht ja diesen grauen Bereich, das ist die Kostenbandbreite für fossile Energieträger. Da gibt es durchaus Chancen, dass die solarthermischen Kraftwerke auch günstiger produzieren als fossile Energieträger. Man sieht auch bei der Windenergie hier nochmal eine deutliche Kostensenkung, auch wenn die schon im Jahr 2010 mit 9 Cent pro Kilowattstunde ziemlich kostengünstig war, hat man aber auch nochmal fast eine Halbierung auf heute 4 Cent pro Kilowattstunde erreicht. Also insofern, Gleiches gilt auch für die Offshore-Windenergie. Und die Kostensenkungspotenziale sind hier auch noch nicht alle ausgeschöpft. Wir sehen noch Technologieentwicklungen. Wir gehen davon aus, dass hier auch zukünftig noch weitere Senkungspotenziale realisiert werden können. Die Grafik zeigt also, dass Sonne und Wind die größten Ausbaupotenziale bieten und heute mit den Stromkosten fossiler und nuklearer Kraftwerke konkurrieren können. Wir haben aber das Problem, das hatte ich schon angesprochen, dass wir keine gesicherte Leistung haben aus Wind und Sonne, die solarthermischen Kraftwerke mal ausgenommen. Wir müssen also zunehmend mit diesen fluktuierend einspeisenden Erneuerbaren klarkommen. Das sehen Sie hier auch in dem Bild links, wie viel in den einzelnen Ländern schon diese fluktuierende Erzeugung installiert ist. Dänemark mit über 60% ist hier sicherlich führend mit einem sehr hohen Windenergieanteil und inzwischen auch Photovoltaik. Aber wir müssen mit unseren Stromnetzen damit natürlich umgehen lernen. Und was ich da meine, sehen Sie an den Grafiken rechts. Das ist die Stromerzeugung in Deutschland um Pfingsten, also vor etwa zwei Jahren im Jahr 2020. Und Sie sehen die rote Linie, das ist der Stromverbrauch. Und Sie sehen jetzt den 17. Mai, das war der Pfingstmontag. Da war der Verbrauch vergleichsweise niedrig, weil keine Industrieproduktion stattgefunden hat. Und Sie sehen, dass wir hier in der Mittagszeit 119% des Stromverbrauchs mit erneuerbaren Energien decken konnten. Das heißt, wir hatten eigentlich zu viel. Wir haben dann aber, wenn man das vergleicht mit den Abendstunden am Pfingstsonntag, da konnten wir den Bedarf nur zu 32% aus erneuerbaren Energien decken. Das heißt, wir müssen irgendwie mit dieser Fluktuation umgehen, wenn wir zukünftig keine fossilen Energieträger mehr haben, die diese Lücken füllen können. Eins sehen Sie natürlich hier schon, da wo wir über der roten Linie liegen, da wird der Strom auch erzeugt, aber der wird dann an Nachbarländer verkauft. Also die europäische Integration bietet hier natürlich eine Möglichkeit des Ausgleichs, aber wir brauchen da auch noch mehr. Und wir hatten ja auch vorher schon gehört, dass nur die Biomasse wirklich auch für alle drei Bereiche Wärme, Stromerzeugung und Kraftstoffe zur Verfügung steht. Wir brauchen ja auch für die anderen Bereiche noch Ersatz für die fossilen Energieträger. Und da kann die Flexibilisierung des Stromsystems über Sektorkopplung eine Win-Win-Situation für alle Anwendungsbereiche bedeuten. Und ich erkläre kurz, wie das gemeint ist. Wenn wir Windenergie und Photovoltaik Strom haben und haben direkt den Bedarf bei Verbrauchern, dann sollte das natürlich direkt eingesetzt werden. Wenn wir jetzt zu viel haben, also Überschüsse an Strom, dann können wir die entweder physikalisch, thermisch oder elektrochemisch speichern. Die Speicherkapazitäten physikalischerweise in Pumpspeicherkraftwerken sind nicht mehr viel ausweitbar, also da nutzen wir das allermeiste schon. Das heißt, hier gibt es nicht so viele Ergänzungsmöglichkeiten. Natürlich können wir noch mehr Batteriespeicher
Speicher aufbauen, das tun wir auch, aber das ist nicht für große Mengen, sondern eher für kurzfristige Schwankungen, um diese zu überbrücken. Wir können den überschüssigen Strom auch in der Wärmeerzeugung einsetzen. Beispielsweise, wenn wir Wärmenetze haben, die zusätzlich zu dem eingesetzten Brennstoff, nehmen wir mal Biomasse, dann auch eine Wärmepumpe haben, dann kann die, wenn Überschüsse beim Strom da sind, den Strom in Wärme umsetzen und dann in die Wärmeversorgung damit dekarbonisieren helfen oder den Einsatz weiterer Brennstoffe vermeiden. Also hier eine Win-Win-Situation zwischen Strom und Wärme. Wir können weitere Stromüberschüsse auch in Elektrolyse einsetzen und Wasserstoff damit erzeugen. Der Wasserstoff kann in Brennstoffzellen beispielsweise oder auch in Gaskraftwerken, die entsprechend nachgerüstet werden, dann wieder zu Strom zurückverstromt werden, wenn Strom gebraucht wird, und in Brennstoffzellen dann auch in Kraft-Wärme-Kopplungen, also auch wieder Wärme bereitstellen. Der Wasserstoff muss natürlich dann auch zwischengespeichert werden. Der kann teilweise heute ins Erdgasnetz eingespeichert werden und kann dann auch dort die Speicher mitnutzen. Aber da müssen wir auch noch dran arbeiten, wenn wir hier wirklich größere Mengen an Wasserstoff haben wollen. Der Wasserstoff kann auch dazu beitragen, dass der Verkehr klimaneutraler wird, indem er in Brennstoffzellenfahrzeugen eingesetzt wird, die es ja aber auch noch nicht in der breiten Masse gibt. Wir können aber auch den Wasserstoff nutzen und eine CO2-Quelle dazugeben, beispielsweise CO2 aus Biomasse oder CO2 aus Luft. Die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich Climeworks kennen als Schweizer Firma, die genau an diesem Prozess arbeitet, Direct Air Capture, CO2 aus der Luft abzufiltern, und können dann dieses CO2 zusammen mit dem Wasserstoff zum Beispiel in einer Methanisierung zu synthetischem Methan synthetisieren. Dieses Methan wäre dann klimaneutral, weil das CO2 kommt aus der Luft. Der Wasserstoff wird aus erneuerbaren Energien erzeugt. Wir haben keine fossilen Energieträger mehr hier und könnten das Methan in den Anwendungen, die wir heute kennen, im Erdgasnetz transportieren, in den Speichern speichern und in den Anwendungen, die wir heute kennen, einsetzen. Wir können auch Erdgasfahrzeuge damit betreiben, wenn wir das möchten. Wir können auch aus dem Wasserstoff und der CO2-Quelle synthetische flüssige Kraftstoffe herstellen, die wir zum Beispiel für den Flugverkehr zukünftig weiterhin brauchen werden. Da sehe ich keine Alternative zu Kohlenwasserstoffen, genauso auch bei der internationalen Seeschifffahrt. Das heißt, wir brauchen eigentlich diesen Pfad der synthetischen Kraftstoffe auch in jedem Fall. Und auch noch für einen weiteren Bereich, nämlich für Industrierohstoffe. Wenn wir es wirklich ernst meinen mit der Dekarbonisierung, dem Netto-Null-Ziel bis 2050 und dem Klimaschutz, dann dürfen auch unsere Industrierohstoffe, beispielsweise für die chemische Industrie, zukünftig nicht mehr aus fossilen Energieträgern kommen. Da brauchen wir genau diese Synthese, wir brauchen genau diese Prozesse, wir brauchen ausgehend von erneuerbarem Strom, dann Wasserstoff, wir brauchen eine Kohlenstoffquelle und können dann auch Industrierohstoffe klimaneutral herstellen. So also die Zukunftsvision, und wir sind schon auf dem Weg dahin, weil die Investitionen in erneuerbare Energien sind schon massiv gestiegen. Das sind jetzt die Zahlen aus dem Jahr 2019, neuere gibt es leider noch nicht. Hier wurden im Jahr 2019 300 Milliarden US-Dollar in regenerative Stromerzeugungsanlagen investiert. Im Vergleich zu 2018 war das ungefähr eine Verdopplung, und ich gehe davon aus, dass auch im Jahr 2020 und 2021 hier nochmal deutliche Steigerungsraten erreicht wurden. Etwa 90% dieser Investitionen fließen in die Stromerzeugung aus Wind und Sonne. Sie haben ja die Aufwuchszahlen gesehen. Das wird sich auch so verstetigen. Davon gehen wir sicher aus. Und was vielleicht auch bedeutend ist, es wird das 2,5-fache in die erneuerbare Stromerzeugung investiert gegenüber fossilen Kraftwerken und fast das 10-fache gegenüber nuklearen Kraftwerken. Also scheinen wir hier auch schon auf dem richtigen Weg bei der Transformation der Stromerzeugung zu sein. Denn wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch in Zukunft fortsetzen wird. Und Sie sehen in dem Bild unten auch, dass nicht nur in Windenergie und Photovoltaik investiert wird, sondern auch in die Bioenergien, in die Wasserkraft und in die Geothermie und auch in die Nutzung der Meeresenergie, die ich jetzt heute nicht vorgestellt habe, aber aus meiner Sicht auch eher eine Nischenanwendung ist.
Wir sehen also sehr gute Perspektiven für die erneuerbaren Energien auf dem Weltmarkt. Wenn man nochmal das Sustainable Development Szenario aus dem World Energy Outlook der IEA 2020 anschaut, sind hier Investitionsvolumina von 6.300 Milliarden US-Dollar in den nächsten 10 Jahren genannt, die größtenteils in Wind- und Photovoltaikanlagen fließen werden. Das heißt, die Aussichten sind in diese Richtung. Das müssen sie aber auch sein, denn die Anteile der erneuerbaren Energien am globalen Endenergieverbrauch betragen heute erst 20%. Wir haben also noch 80% zu gehen. Wir brauchen diese Investitionen und wir brauchen sie nicht nur für den Klimaschutz, sondern wir brauchen sie noch aus einem anderen Grund. Und hierfür möchte ich am Schluss Christian Lindner, den Bundesfinanzminister aus Deutschland, zitieren, der am 28.02. in der Sondersitzung des Bundestages zum Krieg der Ukraine Folgendes gesagt hat. Drittens, die Bedeutung der Energiesicherheit erfährt eine neue Priorität. Unsere Planungen der nächsten Jahre werden wir an die veränderte Lage anpassen müssen. Dabei werden wir nicht auf die Antworten der Vergangenheit setzen, also keine fossilen Energieträger, sondern im Gegenteil den Weg in die Zukunft entschlossener fortsetzen. Erneuerbare Energien leisten nämlich nicht nur einen Beitrag zur Energiesicherheit und Energieversorgung. Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien. Wir setzen auf Freiheitsenergien. Und genau das möchte ich heute als Schlusswort nehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen.